Auch Gabriele Herrmann hat eine Frage an den Oberbürgermeister und auch die wollen wir heute gerne stellen. Sie fragt sich nämlich, was passiert eigentlich mit dem Döppersberg, wenn der nächste Haushalt nicht genehmigt wird? Wie soll der dann weiter finanziert werden? Der Döppersberg ist eine Investition, diese Finanzierung steht und wir sind sicher, dass der Haushalt genehmigt wird und wir sind auch sicher, dass wir 2017 den Haushaltsausgleich schaffen und insofern mache ich mir jetzt um den Döppersberg keine Sorgen. Großteil der Finanzierung sind Zuschüsse und das läuft, das ist ein Projekt, das auch nicht mehr zurückgedreht werden kann und ich halte das für diese Stadt für ganz wichtig, dass wir einen ÖPNV-Punkt bekommen, der dieser Stadt auch würdig ist und wo man auch barrierefrei von dem einen Verkehrsmittel ins andere umsteigen kann. Welche Rolle spielt der Investor für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung? Dieses private Invest war immer geplant. Es sollten am Döppersberg Arbeitsplätze entstehen. Es sollten entsprechende Summen investiert werden. Das ist uns jetzt gelungen. Der Vertrag ist unterschrieben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch so umgesetzt wird. Das ist ein schwieriges Ineinanderzahnen der verschiedenen Baumaßnahmen. Aber wir glauben, dass das beherrschbar ist. Und ich bin zuversichtlich, dass dann auch rund 500 neue Arbeitsplätze dort entstehen. Jetzt wird ja nicht nur Signature Capital und damit Primark zum Döppersberg kommen, sondern jetzt soll ja auch noch das neue FOC entstehen. Inwiefern war das in Ihre Pläne mit eingebunden und inwiefern passt das zu den neuen Döppersberg-Plänen? Ich finde, das passt hervorragend zu den neuen Döppersberg-Plänen, weil es das Angebot in Wuppertal erweitert und wir natürlich auch alle die Sorge hatten, dass sich da in der Bundesbahndirektion gar nichts tut. Und ich finde, das ist ein stadtbildprägendes Gebäude. Und wenn das jetzt wieder mit Leben, mit Licht erfüllt wird, wenn das Menschen nutzen, dann ist das, glaube ich, ein hervorragendes Konzept und wir wollen das als Stadt auch unterstützen. Oberbürgermeister Peter Jung macht sich also keine Sorgen darum, dass die Finanzierung des Döppersbergs platzen könnte. Er ist zuversichtlich, dass der Haushalt genehmigt wird und dass auch mit dem Investor Signature Capital und dem zusätzlich jetzt noch entstehenden FOC da oben genug Leben und auch nicht zu viel Leben hinkommt.